So, willkommen zurück. Und zwar zur zweiten Folge von Münzsuchen. Ja, ich muss hier nur noch mal gerade, glaube ich, irgendwo 19 Münzsuchen. Ja. Ihr habt ja nicht gedacht, dass ich euch hier jetzt so... Ich will wissen, was passiert, wenn man alle Münzen findet. Ich will es wirklich wissen. Vielleicht schneide ich es dann raus, damit es keiner von euch weiß. Das wäre cool, oder? Das wäre schön fies. Oh, das schauen wir noch vor dem Auto. Ah, okay. Was ist denn da? Ein Wohnwagen mitten im Wald. Und oh nein. Die Sachen sind also teilweise doch ziemlich logisch verteilt. Teilweise aber auch nicht. So, dann war das das. Da hinten müssen wir hin. Ich sag ja, also ich sag's immer zu Beginn dann der Folge, ob wir immer noch auf Münzsuche sind oder nicht. Momentan sind wir es noch. Oh, guck mal hier, auch so ein Riesenfeld und so schön quadratisch. Ideal für die Abarbeitung mit Helfern. Ja, ist ja okay. 46. Nur so teuer ist das gar nicht. Ist allerdings, ja, wobei so weit ist es von unserem Hof, glaube ich, auch gar nicht entfernt. Guck mal, hier ist so ein Silage-Dingsbums wieder. Da können wir wieder Mais loswerden. Wie im Vorgänger. Ah, zack. Da unten, das holen wir uns jetzt auch noch. Wie gesagt, ich hoffe ja immer noch auf den absoluten Geldsegen. Vermutlich kriege ich den dann nicht. Würde mir auch recht geschehen. Ich meine, euch jetzt mit dem ganzen Quatsch hier zu quälen. Biogasanlage, oder? Heizgas. Ne, Litzgas. Cool. Da können wir gleich mal reinschauen. Da. Hier können wir nicht. Doch. Okay. Cool. Da muss ich das Zeug reinfüllen? Nö. Muss man auch nicht, ne? Nichts Genaues weiß man. So, aber wir haben es ja fast schon. Ich guck mal, bei wie viel sind wir denn jetzt? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr darauf geachtet. Es ist hier immer relativ, also bis auf die Sachen im Wald, 47. Okay. Haben wir ja gleich schon die Hälfte. Und hinten in der Hafenregion sind die ja relativ geballt. Was ist das hier? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht zuordnen, wofür das gedacht sein soll. Sei es drum, müssen wir wohl mitleben, das nicht mehr zu erfahren. Oder vielleicht weiß es ja jemand und schreibt es in die Kommentare. Mal. Vielleicht auch einfach nur eine Waldhütte. So Waldunterstand. Hallo, da. Also ich meine, es ist schon ganz okay, so kann man einmal die Karte ablaufen. So lerne sogar ich jetzt, wo was ist. Und das wäre hier ein paar Sachen, habe ich wohl vergessen.
Macht aber nichts hier. Sag, ich find's schon schön. Hat was. Auch wenn ich jetzt schon längere Zeit keinen NPCs mehr gesehen habe. Oder Statisten oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Das hier, ein Brunnen und diese Pilze überall. 50! Das Geld, nee, das Gold liegt auf der Straße, okay. Ich sehe es schon. Und dann gibt es irgendwie eine, an die komme ich nicht ran. Den da vorne noch und dann können wir uns weiter. Noch so, und das ist aber irgendwie für unsere Tiere, ne? Aber hier haben wir natürlich auch außenrum große Felder. Das ist für Kühe oder für Schafe? Hier haben wir jedenfalls außenrum viel Platz für Sachen, die wir für die Tiere bräuchten. Bestimmt in der Halle. Nö. Da, hinter der Halle. Na gut, dann halt hinter der Halle von mir aus. Gucken wir nochmal. Ja, den einen habe ich da liegen lassen, okay. Aber hier ist, naja, so viele Felder sind ja außenrum, nicht eins halt. Okay. Sind wir schon wieder beim Shop oder ist das ein anderer Shop? Bin ich ein bisschen irritiert. Ach, das ist das Gartencenter, ne? Ich denke, das ist das Gartencenter. So. Was kann man denn hier kaufen? Oh oh. Ah, laufen die Platten noch an? Puh. Von Setzmaschinen benutzt. Ach, hier sind Setzlinge für... Alles klar. Für die Forstwirtschaftsgeschichte. Alles klar. Okay. Gut zu wissen. Das heißt also, man braucht für diese Pflanzmaschinen da, also für die Setzmaschine braucht man offensichtlich Setzlinge. Ja, macht Sinn. Hatte ich natürlich nicht dran gedacht, dass das sein könnte. Aber die voll ausgewachsenen Dinger kosten ja auch 7000, was auch immer. Da macht es schon Sinn, dass man irgendwie Setzlinge ziehen kann. Ist aber schon cool, oder? Wie, ist das eine Wolke, oder... Nachladegeschichte. Ah. Das ist aber dieselbe Halle, die wir auch haben bei uns, oder? Nur nicht, dass wir haben da noch so Bretter rumstehen und so Quatsch. Dann gehen wir doch mal in den Forst da hinten. Da sind aber auch viele ausgewachsene Bäume. Na, guck mal, ist doch noch gar nicht. Ich dachte, jetzt wäre die Folge schon wieder vorbei. Aber ist noch Zeit. Ich weiß allerdings nicht, ob wir es in dieser Folge schaffen, komplett. Ich find's cool. Wir sollten vielleicht zwischendrin nochmal wechseln, aber ich habe irgendwie... Ich habe das Problem, wenn ich das mache, was ist denn hier für ein Board? Okay, hier gibt es auch offene Mission, Westwiese. Ein Anwohner hat keine Lust, seinen Rasenpflegepflichten nachzugehen und sie
gefragt, ob sie ihm aushelfen können. Verbleibende Zeit 6 Minuten, Belohnung. Ja, wir haben aber kein Mehrwerk. Sonst eine gute Idee. Oh no, ein Auto. Cool. Mhm. Ich hätte schwören können, wir hier wären wir schon. Aber hier sind wenigstens wieder ein paar Leute. Guckt man sich hier nicht. So. Da hinten haben wir noch was. Wie viel sind es denn noch? Hier sind es gar nicht mehr so viele, ne? Also naja. Schon, aber im Verhältnis doch recht wenig. Hm. 58 schon. Cool. Ich gehe mal hier die Randgebiete erstmal ab. Aber ich sollte eigentlich gleich nochmal wechseln. Oh, was die hier alles hingesetzt haben, ist schon cool. Also schön zusammengebundene Baumstämme. Schön, schön. Wie gesagt, erstmal hier die Randgebiete und dann nach innen vordringen oder so. Die fahren aber auch relativ wenig Autos, muss man sagen. Hier drunter wieder? Ja. Nun gut. Ich habe ja irgendwie die Angst, dass irgendwann es wieder verschwindet. Immer noch. Daran hat sich nichts geändert. Es ist hier aber auch weitläufig. Ich muss aber eigentlich mal wieder zu den Feldern zurück. Oder? Guck mal, hier haben wir sogar Feld 1. Ja. Wenn wir die richtigen Maschinen hätten. Hier ist irgendwas mit Holzwirtschaft. Das sehen wir doch sofort. Hier gibt es auch so ein Brett. Was gibt's hier? Auch nur dieses mit dem ausgesprudelt. Da der Getränkeautomat nicht mehr funktioniert, wurden sie angefragt, mehrere Kisten mit Soda zu liefern. 9 Minuten, das könnt ihr vergessen. So gut kann ich mit dem Ding nicht umgehen. Oder vielleicht ja mit dem neueren doch, also mit dem alten ging das echt schlecht. Guck mal, hier könnten wir nochmal so einen Baum beseitigen, theoretisch. Okay. Dass hier noch welche sind, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, die hätte ich alle abgefrühstückt. Komm, hier echt. Komm, wo denn? Da oben drauf oder was? Nee. Wo denn? Andere Seite? Wo? Ich hab euch das gesagt. Ich hab euch gesagt, die stellen das irgendwo hin, wo ich nicht hinkomme, aber tun sie gar nicht. Bin nur zu blöd. Cool. 65. Oh, cool.
Na, sind da doch ein paar gewesen. Und sind schon wieder 15 Minuten rum, theoretisch. Tja. Ich könnte ja jetzt sagen, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ich es einfach so holen soll. Aber das, bis mich das erreicht, muss ich zwangsläufig schon neue Folgen aufgenommen haben. Die Seite des Flusses muss auf jeden Fall noch weg. Ich überlege nur gerade, ob ich das jetzt in eine neue Folge noch reinpacke oder ob ich... Ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich auch noch mal irgendwie... Oh, hier sind auch noch Leute. Eigentlich wollte ich ja auch mal... Hallo? Nicht. Hallo, junge Dame, dachte ich jedenfalls. Oh Mann. Wo ist es denn? Wo haben sie es denn jetzt versteckt? Jetzt sehe ich es nicht. Ich kann es nicht sehen. Na toll. Da ist der nächste. Ich sage ja, die Seite des Flusses. Mal so hier dann noch. Sie ist nicht. Wo haben sie die denn versteckt? Nicht da unten, oder? Ja, gucken wir mal. Keine Ahnung. Auch nicht. Vielleicht. Wenn ich eine Münze verstecken müsste, wo würde ich das tun? Da jedenfalls nicht. Da würde ich die nämlich niemals wiederfinden. Oh. Interessant. Feld müsste mal gegrubbert werden, gehört uns aber gar nicht. Was ist denn das für eine Brücke? Okay. Ach doch, hier, ich verstehe schon. Ich dachte, hier wäre ich schon mal gewesen, aber dann... Hier noch so. Ah.
Schön. Einen schönen Wasserfall. Na komm, bitte. Nee. Ich hatte gehofft, sie erfüllen das Klischee und hier den hole ich mir noch, aber dann gehe ich wieder zurück. Das ist nämlich eigentlich ja auf der falschen Seite des Flusses. Scheint aber so einzeln zu liegen. Hier hinter der Mauer, oder? Ohne hinzugucken. Gucken wir mal. Okay. Die zwei. Und eigentlich, eigentlich, wenn ich ehrlich bin hier, so müsste man das auch nochmal. Und eigentlich müsste ich auch mal wirklich sagen, ist die Folge lang genug? Ich kriege die Folgen ja sonst nie hochgeladen. Tja, so ist das. Pech. Und eine Windmühle. Ah, ne, die kennen wir ja. Genau. Und die habe ich nicht eingesammelt schon? Waren da so viele Münzen? Ich dachte, ich hätte hier schon eine gefunden gehabt. Aber vielleicht war das bei mir bei einem anderen Spielstand. Das könnte sein. Hier muss das doch irgendwo gewesen sein. Kannte ich doch schon. Tja, ich würde sagen, können wir jetzt mal gut springen. So. Kann der Helfer mal wieder anfangen? Und wir können mal hier weitermachen. Mit unserer Münzsuche. Allerdings, ich würde sagen, jetzt doch dann in der neuen Folge, weil es sind ja doch noch ein paar Münzen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.